Herzlich willkommen, liebe VfB-Fans. Herzlich willkommen, Horst und Uli. Wobei, das muss ich hier unten eigentlich gar nicht sagen. Wir befinden uns an eurem täglichen Arbeitsplatz in der, Waschküche. Ne? Auf jeden Fall am Arbeitsplatz der beiden Zeugwarte. Die habt ihr letzte Woche gewählt für unser Insta-Format 5 Fragen an. Und für YouTube haben wir jetzt, wie in den letzten Wochen auch, das Format Fans fragen, VfBer antworten. Und Horst Plieske und Uli Lenz sind schon gespannt, was sie dann für Fragen kriegen werden. Und die erste ist relativ einfach für euch, denke ich mal. Wie wird man dann eigentlich Zeugwart und was habt ihr vorher gemacht? Also ich war mein Leben lang oder habe mein Leben lang mit Fußball zu tun gehabt, selber gespielt, Trainer gewesen, bin dann Rentner geworden und wurde angesprochen, ob ich nicht jemanden kenne, der hier Zeugwart machen kann. Und da habe ich gesagt, könnte ich ja. Ich war hier vor als Platzwart, habe Thorsten geholfen und er wurde gefragt, ob ich nicht die Wäschelast mache, weil ich habe 4 Jahre bei der Bundeswehr die Wäschelast geführt. Da bist du sozusagen ja schon im Thema gewesen. Die nächste Frage ist die, was war euer schönstes und euer schlimmstes Erlebnis bisher hier beim VfB? Vielleicht fängst du an, Uli. Also das Schönste war die beiden Aufstiege der zweiten Bundesliga. Und das Schlimmste waren die beiden Insolvenzen. Ja, für mich das Schönste eben der Aufstieg in die dritte Liga, weil ich dabei war. Und das Schlimmste dann der Abstieg wiederum. Ja, verständlich. Ihr seid mittendrin und Teil der Mannschaft, auch rundum immer dabei. Darum dreht sich auch die nächste Frage. Was sind denn eure Aufgaben bei einem Auswärtsspiel? Oh, die sind sehr vielseitig. Wir müssen so 12 Kisten, große Kisten mit Klamotten, sag ich mal, mitnehmen. Alles, was die Spieler brauchen vor Ort, sei es Getränke, sei es Obst, sei es die Tracht, alles, was dazugehört, wird hier gepackt und wird in den Bus gepackt und da ausgeladen, damit die Spieler alles vor Ort haben. Und vor Ort? Vor Ort wird das dann verteilt und nachher nach dem Spiel wieder eingesammelt. Das wird auch wieder alles mit nach Hause kriegen. Nicht, dass wir dann noch wieder einen Spieler vergessen. Ne? Und gewaschen wird dann zu Hause, nehme ich an? Ja, unterwegs sieht das ja schlecht aus. Ne? Genau. gibt es Spieler, die besondere Wünsche haben, die immer irgendwo so ein bisschen extra Wurst brauchen? Eigentlich bei mir nicht. Also bei mir werden sie alle gleich behandelt. Ist egal, ob sie schon lange im Verein sind oder erst gestern angefangen sind. Also sie werden alle gleich behandelt. Ja, man weiß aber schon, dass der eine vielleicht Stutzen ohne Fußteil haben will oder der andere will eben ein Unterziehhemd kurzärmlich haben oder langärmlich. Das weiß man mit der Zeit und das sind so die Besonderheiten. Die nächste Frage ist ein bisschen frech. Ich weiß nicht, ob ihr darauf antworten wollt oder es vielleicht ein bisschen anders auslegt. Von wem stinken denn die Klamotten am meisten, wenn ihr sie in die Finger bekommt? Also das ist ja ganz schwer zu sagen, weil die werfen ihre Klamotten alle in unsere Kisten. Wir haben hier also mehrere Kisten eingeteilt mit Trikot, mit Hose, mit Stutzen und so weiter. Und dann nehme ich nicht jedes einzelne Stück raus und rieche nach, wer was anhatte. Zum Glück habe ich Dauerschnupfen und dann ist mir das auch egal, wer riecht oder wer nicht riecht. Die nächste Frage ist ein bisschen spezieller. Wenn ein Spieler aus dem aktuellen Kader euren Job für einen Tag machen sollte, wen würdet ihr auswählen und wen würdet ihr auf gar keinen Fall wählen? Oh, schwere Frage. Also, Bohle zum Beispiel, der könnte das mal einen Tag machen. Und der es nicht machen sollte, wäre Tani. Also, da wird das hier nicht klappen. Ja, da bin ich bei dir. Einigkeit, sehr gut. Ausrüstung sehen wir auch hier im Raum, im Hintergrund schon ein bisschen, ist ja auch euer Thema. Ich weiß nicht, ob die Frage von der Frau kommt, aber wäre eine klassische Frauenfrage, wie viele Paar Schuhe hat denn jeder Spieler? Da wollt ihr euch nur umdrehen, muss man die Dings, ihr wisst das sehen. Also Deichmann hat weniger Schuhe. Also wenn man so sieht, die meisten hat, Grube. Also ich würde sagen, zwischen 3 und 10 Paar haben die einzelnen Spieler. Das ist aber unterschiedlich, also jeder wie er mag sozusagen. Genau. Ja. Und einige, die haben nur die linken Schuhe da drin, weil die haben 2 linke Füße. Ja?
Dann kommen wir ein bisschen zum klassischen Thema, das hatten wir eben bei Insta auch schon, dass es ein Siegerbier gibt nach dem Spiel und dass ihr hier auch nach Heimspielen immer euer Bierchen trinkt, habt ihr schon erzählt. Was ist denn euer Lieblingsbier? Krombacher. Ich sag das, was wir kriegen. Das ist im Normalfall Holsten, weil Holsten ist unser Bierpartner. Holsten, Lübzer. Was ist denn euer Lieblingsverein außer dem VfB? Schalke 04. Rot-Weiß-Mäusling. Ja, da könnt ihr beide vielleicht auch noch mal erzählen, was ihr denn, habt ihr selber Fußball gespielt oder? Ich habe bis zu meinem 18. Lebensjahr beim TSV Stuttgart gespielt und dann kamen die Mädchen dazwischen und ein paar Verletzungen und dann die Bundeswehr und dann hat man keine Lust mehr. Und dann Kort gearbeitet und dann hat man auch keine Lust mehr zum Training. Ja, ich fing hier beim VfB in der Jugend an, habe bis zur B-Jugend gespielt, bin dann zu Rot-Weiß-Mäusling gegangen. Weil ich hier lange Haare hatte, sieht man nicht mehr, aber da durfte ich dann nicht spielen. Und habe dann da 12 Jahre in der ersten Herren gespielt. Habe dann kurzfristig für 5 Jahre noch beim PostSV gespielt. Bin dann auch wieder nach Mäusling zurückgegangen und ja, das war so meine Laufbahn. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Die kommt, wie üblich in dieser Runde, schon aus der Mannschaft. Und zwar möchte Cemal Sezer wissen, wie oft man dann sein Handtuch benutzen muss, bevor man es in die Wäsche geben darf. Das scheint ein Thema zu sein bei den Spielern. Also kann ich ganz klar antworten, mindestens 2-mal. Also macht man zu Hause auch. Man muss es nicht nach jedem Duschen oder Abtrocknen in die Wäsche schmeißen. Mir ist das egal, wenn die Handtücher im Korb sind, dann werden sie gewaschen. Gut, dann war es das schon. Dann danke ich euch beiden für die für den Einblick in euren Arbeitsalltag sozusagen und für die Beantwortung der Fragen der Fans. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche wieder mit einem neuen Gast in der Runde Fansfragen VfB antworten. Bis dahin, danke und viel Spaß weiterhin.